Sehr verehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brandenburger. Bis zum März 2014 hat die EU mit Russland einen Visumdialog durchgeführt. Im Zuge der Ukraine-Krise wurde dieser dann ausgesetzt, wegen außenpolitischer Unstimmigkeiten und nichts anderem. Visaverhandlungen sind ein Thema, das für die deutschen Bundesländer relevant ist, vor allem, weil man sich in Brandenburg besonders guter Beziehungen nach Russland rühmt. Derartige Verhandlungen haben weitreichende Auswirkungen auf zukünftige Einreisen nach Deutschland und damit auch auf die Frage der Asylgesetzgebung. Das ist unbestritten. Viele von uns können sich noch an die Zeiten erinnern, als man entweder gar nicht ins Ausland reisen konnte oder ein Visum brauchte. Selbstverständlich sind Visafreiheit und Reisefreiheit immer auch mit Vorteilen behaftet. Visafreiheit bedeutet kurze Geschäftsreisen, Bildungsreisen oder privaten Urlaub. Aber die Medaille hat immer zwei Seiten, so auch Visafreiheit und Visazwang. Ein Visum ist eine normalerweise in einen Reisepass eingetragene Bestätigung eines fremden Landes, das Einreise, Durchreise und Aufenthalt des Passinhabers erlaubt sind. Eine Visumpflicht gibt es, um zu verhindern, dass Personen einreisen, ohne die hierzu festgelegten Voraussetzungen zu erfüllen. Man überprüft bei einem Visum die Zulässigkeit des Grenzübertritts in einem vorgeschalteten Verwaltungsverfahren. Bei der Grenzkontrolle selbst besteht aus zeitlichen und praktischen Gründen nur eine eingeschränkte Möglichkeit, die Einreisevoraussetzungen zu prüfen. Auch kann eine ortskundige Auslandsvertretung die Echtheit und den Aussagegehalt der vorgelegten Urkunden im Herkunftsstaat viel besser beurteilen und man hat mehr Zeit, Polizeibehörden oder Nachrichtendienste hinzuzuziehen. Uns geht es darum, mit Visagesprächen wieder mit der Russischen Föderation ins Gespräch zu kommen. Wir können erstmal über ein Thema jenseits der außenpolitischen Konfrontation sprechen. Zudem können wir im Rahmen solcher Verhandlungen über illegale Migration und vor allem über die Rücknahme sprechen. In Anbetracht der gewachsenen Beziehungen zu Russland, insbesondere in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft, soll die Landesregierung auf Bundesebene für vertrauensbildende Maßnahmen werben. Diese sind unter anderem durch die Sanktionspolitik der EU gegenüber Russland notwendig geworden. Eine Maßnahme, die Vertrauen schafft, ist dabei die Wiederaufnahme des im Jahr 2014 vorläufig ausgesetzten Visumdialogs zwischen der EU und der Russischen Föderation. Dem ersten Fortschrittsbericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat aus dem Jahr 2013 ist zu entnehmen, dass Russland erhebliche Anstrengungen unternommen hat, um die Kriterien für eine Visaliberalisierung zu erfüllen. Die in dem Fortschrittsbericht der Kommission enthaltenen Ausführungen zeigen deutlich, dass bis zur Beendigung des Visumdialogs wesentliche Fortschritte in den Bereichen Dokumentensicherheit, illegale Migration, einschließlich Rückübernahme, öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie Außenbeziehungen auf russischer Seite erzielt wurden. Aber dann hat man den Dialog ausgesetzt. Und wieso sprechen wir gerade jetzt darüber? Ich will Ihnen sagen, wieso. Mit Russland wird nicht verhandelt, aber mit der Türkei. Einem momentan alles andere als passenden Verhandlungspartner. Man hatte kein Problem, der Türkei im Rahmen des Merkel'schen Flüchtlingsdeals Visafreiheit zu versprechen. Auf Basis des EU-Türkei-Gipfels am 7. und 8. März 2016 und der dort vorgebrachten Vorschläge der Türkei stimmte der Europäische Rat am 18. März 2016 in Brüssel einstimmig für das EU-Türkei-Abkommen. Die vereinbarten Maßnahmen sollen den Zustrom von Flüchtlingen aus verschiedenen Herkunftsstaaten durch die Türkei nach Europa verringern. Damit diese in der Türkei besser versorgt werden und sich nicht auf den Weg nach Europa machen,
will die EU bis zu 6 Milliarden Euro bezahlen. Was mit dem Geld passiert, sei dahingestellt. Die Türkei sicherte dafür zu, den Grenzschutz und die Seenotrettung zu verbessern und stärker gegen Schleuser vorzugehen. Außerdem sollte ab Sommer 2016 das Rückübernahmeabkommen voll zur Anwendung kommen. Migranten aus Drittstaaten, die illegal in die EU eingereist sind, können damit in die Türkei rücküberführt werden. Dafür übernimmt man Syrer oder wer sich dafür ausgibt, aus der Türkei. Im Gegenzug wurde der Türkei eine rasche Aufhebung der Visumpflicht für türkische Staatsangehörige zugesichert und ein Wiederaufleben der Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der Europäischen Union in Aussicht gestellt. Der EU-Beitrittsprozess soll wiederbelebt werden, indem man während der niederländischen Präsidentschaft des EU-Rats das Kapitel Finanzen und Haushaltsbestimmungen eröffnet wird. Die notwendigen vorbereitenden Arbeiten für die Eröffnung weiterer Kapitel sollen beschleunigt fortgesetzt werden. Das alles billigt man der Türkei zu. Funktioniert hat dieses Abkommen unserer Schmalspurdiplomaten natürlich nicht. Das wissen wir mittlerweile. Das Ausstellen von Schecks ist keine Diplomatie. Mir ist es nicht verständlich, wieso man nicht mit Russland über Visaerleichterungen verhandeln kann und mit einem Herrn Erdogan schon. In Russland wurden keine 30.000 Kriminelle aus den Gefängnissen entlassen, um Platz für missliebige Personen zu schaffen. Russland ist für Deutschland ein wichtiger europäischer Partner. Visaverhandlungen sind eine unverfängliche Möglichkeit, miteinander zu sprechen, gerade vor dem Hintergrund des Wahlergebnisses in den USA. Das außenpolitische Koordinatensystem wird sich verschieben, ganz gleich, was ein Herr Stegner auf Twitter absondert. Eine Wiederannäherung an Russland ist möglich. Darauf sollte die Landesregierung hinwirken, auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung Russlands für Brandenburg. Herr Dombrovskis, ich bedanke mich für Ihre Ausführungen, ebenso bei Frau Happenschmidt. Aber Herr Dombrovskis, eine Frage, die können Sie mir sicherlich beantworten. Wo war der Aufschrei, als 2003 Amerika in den Irak einmarschiert ist? Unter den fadenscheinigsten Begründungen. Da hat die CDU nicht lamentiert, nicht geschrien. Das Zweite ist, die Türkei hat sich in ganz kurzer Zeit, seit dem Sommer, in einen Unrechtsstaat verwandelt. Der ist zwar noch nicht wirksam hier bei uns, weil immer noch der Anschein erweckt wird. Aber glauben Sie mir eins. Ich habe meine Freunde in der Türkei, die sich bitter beschweren über das, was sie nicht mehr können. Und ich habe selber über 12 Jahre dort gelebt. Und ich weiß, wie man in der Türkei früher gelebt hat. Und ich weiß auch, wie man jetzt lebt, weil ich erst vor kurzem unten war. Es ist nicht mehr das freie Türkei, das ich kennengelernt habe. Heute haben sie nicht mehr die Polizei, die Ordnung macht. Heute haben sie die Bärtigen. Genau wie in den islamistischen Staaten, die wir auch verurteilen. Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Dort unten in den arabischen Ländern wurde so viel Schaden angerichtet, dass man hier bei uns eigentlich nichts mehr sagen soll. Und vor allen Dingen, was ich noch fragen möchte, ist es: Durch was ist denn der Aufmarsch an der russischen Grenze gedeckt? Von Litauen rüber, Moldawien möchte man noch mit einbeziehen, Transnistrien soll jetzt hier auch noch mit ins Boot genommen werden. Warum werden in Deutschland und in verschiedenen Ländern Raketen und auch Atomwaffen der Amerikaner gelagert? Auf diese Sachen sollten Sie auch Antwort geben, wenn Sie das schon in diese Politik reinbeziehen. Ich bedanke mich.